Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Spiering, wenn man natürlich hier vorne eine Rede hält und sich hinstellt und natürlich auch gewisse Punkte richtigerweise auf den Tisch legt, man aber selbst 4 Jahre in einer Fraktion mitgearbeitet hat, die Regierungsverantwortung hat, man selbst 4 Jahre im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft mitgearbeitet hat, dann so tut, als ob der Landwirtschaftsminister zu wenig getan hat, das passt nicht so ganz. Da muss man sich dann auch mal an die eigene Nase fassen. Und da muss man sich dann auch mal an die eigene Nase fassen, ob man dann immer richtig dabei war. Vor allen Dingen möchte ich auch erwähnen, dass natürlich eben sogar auch das Landwirtschaftsministerium erkannt hat, wie wichtig das Thema der Digitalisierung ist und deswegen sogar auch einen Digitalisierungsbeauftragten im Landwirtschaftsministerium installiert hat, der aus meiner Sicht eine gute Arbeit macht und die Dinge auch gut durchblickt und voranbringen möchte. Meine Damen und Herren, Smart Farming, Precision Farming, Landwirtschaft 4.0, das sind alles Schlagworte, die Aktuelles in Zukunft aufzeigen und in der letzten Wahlperiode bei uns in der Bundestagsfraktion, aber auch in der Arbeitsgruppe Digitale Agenda für die ein oder anderen Debatten gesorgt haben. Und ich habe Ihnen deswegen heute auch was mitgebracht, denn dieses Papier hier, Smart Farming, Potenziale digitaler Agrarwirtschaft zwischen Feld und Stall, so heißt das Papier, was wir am 24. Januar, also genau fast vor einem Jahr, bei uns in der Bundestagsfraktion einstimmig verabschiedet haben. Auf 10 Seiten kann man dann nachlesen, was unsere Ideen sind. Ich hatte die Freude, dieses Papier federführend mitschreiben zu dürfen. Und wenn ich mir die Inhalte des Antrages der FDP angucke, dann kann man teilweise fast meinen, dass unser Papier daneben gelegen hat. Also es gibt dort deutlich auch gute Überschneidung. Ich freue mich da auf jeden Fall auf die kommenden Diskussionen. Meine Damen und Herren, mit Hilfe der Digitalisierung kann es gelingen, die Ressourceneffizienz und Biodiversität zu verbessern und gleichzeitig natürlich auch die Flächenproduktivität weiter nachhaltig zu steigern. Wir haben es von der Kollegin Konrad gehört, dass wir eben auch eine steigende Weltbevölkerung haben, die auch satt werden möchte. Die Zahl der Betriebe, die beispielsweise auch schon im Bereich der GPS-Technik unterwegs sind, nehmen immer mehr zu. Oder nehmen wir die ausgeprägte Sensorentechnik, die auch schon angesprochen wurde, ob zu der Überwachung von Bewegungsabläufen im Stall oder aber eben auch bei beispielsweise Pflanzenschutzspritzen, die in der Nähe von Biotopen oder Gewässern automatisch sich abstellen oder eben unter anderem auch den Versorgungszustand von Pflanzen erkennen und die Düngemenge automatisch einstellen oder den Nährstoffgehalt der Gülle erfassen und so die nutzenoptimierte Nährstoffzufuhr für verschiedene Pflanzenarten und den unterschiedlichen Bodenverhältnissen aktuell auch schon ermöglicht. Auch durch neue Hilfsmittel wie beispielsweise Drohnen kann die Bodenqualität, der Schädlingsbefall oder auch der Pflanzenschutz viel genauer überwacht werden und somit Ressourcen und auch Umwelt geschützt werden. Gerade auch in Weinbaugebieten, in den Steilhängen, ist das eine enorme Erleichterung und Verbesserung für die Weinbäuerinnen und Weinbauern. Oder beispielsweise, wenn der Landwirt vor der Wiesenmahd steht und möchte seine Wiesen abernten, einmal mit einer Drohne rübergeflogen, geguckt, ob dort möglicherweise Bodenbrüter ihre Gelege haben oder ob eine Ricke mit ihrem Kitz sich dort zum Schutz niedergelassen hat. Auch das trägt dazu bei, um gewisse Lebewesen dann auch zu schützen. Die Verwendung der Informationstechnologie, wir haben es gehört, auch gerade im Bereich der Nahrungsmittelsysteme, bietet auch hier eine große Chance. Aktuell weiß ich nicht unbedingt, wenn ich ein Kilo Fleisch kaufe, wo es her ist. Welcher Landwirt hat das Stück Schwein gemästet? Wo wurde es geschlachtet? Wie wurde es gefüttert? All das kann eben auch dazu beitragen, unter anderem auch gegenseitiges Verständnis und Transparenz unter Verbraucher und Landwirtschaft fördern. Meine Damen und Herren, die Möglichkeiten der digitalen Landwirtschaft sind vielfältig. Aber wir haben natürlich auch Herausforderungen, die mit der Digitalisierung verbunden werden. Ein Landwirt aus meinem Wahlkreis im Schaumburger Land und im Landkreis Nienburg hat mir vor einiger Zeit erst erklärt, dass er seinen Betrieb, seine Schlepper und auch seine Erntemaschinen mit digitaler GPS-Technik ausgestattet hat. Und damit natürlich auch versucht, effizient auf seinen Flächen arbeiten zu können. Aber er hat das Beispiel eben auch geliefert, dass unter anderem dann, wenn er auf seinem Acker das Feld bestellt und die Schülerinnen und Schüler aus der Schule kommen, zu ihren Smartphones, Handys greifen und dann ins System, ins Netz gehen, dass dann durchaus auch mal das GPS-Signal gestört ist und er dann wieder zum Lenkrad greifen muss. Das sind natürlich Situationen, die nicht unbedingt förderlich sind. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die grundlegende Voraussetzung für einen notwendigen Ausbau der digitalen Landwirtschaft ist eben die flächende Versorgung mit schnellem Internet durch einen konsequenten Glasfaserausbau. Da müssen wir ran. Ohne diesen, auch im ländlichen Raum, in der Fläche, wird es nicht funktionieren. Und ich möchte auch noch gerne einen draufsetzen.
Die Umsetzung eines flächendeckenden 5G-Netzes, und das auch ganz besonders im ländlichen Raum, ist unumgänglich. Daran führt kein Weg vorbei. Das Motto muss hier ganz klar auch lauten: Fiber to the Bauernhof. Und das auch im Außenbereich. Anders wird es nicht gehen. Aber wir müssen natürlich auch sagen, wie wir das finanzieren wollen. Und mir liegt es fern, Sondierungspapiere zu kommentieren. Aber ich finde es natürlich gut, dass man sich darauf verständigt hat, die Erlöse aus der Versteigerung der 5G-Frequenzen, aus der Funkfrequenzen, eben auch 1:1 in den Glasfaserausbau einzusetzen. Aber wenn eben diese möglichen 10 Milliarden, die da zusammenkommen, nicht ausreichen, dann müssen wir auch bereit sein, als Parlamentarier zu sagen, wir gehen einen Schritt weiter. Und dann muss man vielleicht auch sagen, wir haben Beteiligung bei Staatsunternehmen wie beispielsweise der Telekom und bei der Post, wo man vielleicht dann auch in Teilen Dinge verkaufen muss und vielleicht noch mal weitere 10 Milliarden erlöst, um dieses dann eben auch weiter einzusetzen. Ich weiß, dass es in meiner Fraktion kritisch gesehen wird, aber das sind Wege, die man gehen muss. Das Thema Datensicherheit. Ein ganz großes Thema, sowohl, Herr Kollege Ebner, im Bereich der Lebensmittelproduktion, aber natürlich auch im Bereich der Landwirte an sich. Denn ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen. Nämlich, es ist nicht nur der Landwirt, der auf seinem Feld ackert. Es sind auch Lohnunternehmen, die auf den Feldern ackern. Und die produzierten Daten, die auf diesen Feldern eben auch angewandt oder produziert werden, die müssen in die Hände der Landwirte. Da führt kein Weg dran vorbei, weil wir nämlich auch gleichzeitig dafür sorgen müssen, dass eben beispielsweise in der agrarspezifischen Forschung die Dinge, die wir ermitteln, die Daten, die erhoben werden, so aufbereitet werden, dass die Landwirte sie auch nutzen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Das Ziel der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist es, diesem wirtschaftlichen Aufschwung keine Steine in den Weg zu legen, sondern ihn zu begleiten und zu unterstützen, so wie die Digitalisierung, die Vorteile der Digitalisierung auch in diesem Sektor zu nutzen. Ich freue mich auf die Beratung in den Gremien, aber an erster Stelle erstmal auf die Überweisung in die Ausschüsse, damit wir das auch können. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Beer.